du bist gerade die Affäre von jemandem. Also entweder ist der Mann ja vergeben, verheiratet, wie auch immer. Oder ihr seid einfach nicht offiziell zusammen. Vielleicht ist es auch so eine Art Affäre. Auf jeden Fall, der Mann hat sich nicht offiziell für dich entschieden und da sind wir uns einig. Und du fragst dich jetzt, was kann ich machen, dass er sich für mich entscheidet? Wie kann ich es schaffen von der Affäre hin zu einer glücklichen und offiziellen Beziehung? Und in diesem Video, bitte, bitte, bitte nimm dir sehr zu Herzen, was ich sage, weil ich habe schon sehr vielen Frauen in wirklich sehr glückliche Beziehungen verholfen. Und ich weiß ganz genau, wie sich diese Frauen fühlen, wenn sie ja wirklich die Affäre sind von jemandem. Ich hatte schon Frauen da, die waren 8 Jahre, die waren 12 Jahre lang eine Affäre und haben immer gehofft, hoffentlich entscheidet sich der Mann jetzt endlich für mich. Oder ja, er hat ja gesagt, irgendwann trennt er sich. Und ja, manche Frauen wussten auch, dass er sich nicht trennt, aber dachten, mit der Zeit wird die Liebe dann doch gewinnen und er entscheidet sich dann für sie. Und deswegen, ich spreche nicht nur aus der Erfahrung als Single- und Beziehungscoach, als Expertin, sondern auch aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe, wirklich mit Hunderten von Frauen, die ich unterstützt habe. Und deswegen sind meine Worte hier auf jeden Fall sehr wichtig für dich. Vielleicht hat der Mann dir auch schon ganz offen gesagt, wie die Zukunft für euch beide weitergeht. Vielleicht hat er dir schon gesagt, so hey, aus uns wird nie was. Wenn es so ist, dann kann ich dir sagen, du musst loslassen lernen. Du musst loslassen lernen und darfst dich nicht so festklammern an ihm, weil er hat schon gesagt, was er sich wünscht. Er wird seine Meinung nicht ändern und du bist dann eben nur das Betthäschen und das solltest du nicht sein. Ich weiß, jede Frau, die in einer Affäre ist, findet das ganz besonders und denkt auch, oh, das ist so special, so einen tollen Mann werde ich nie wieder finden und wir lieben uns ja abgöttisch, das kann ja keiner verstehen und das ist so eine tiefe Bindung zwischen uns. Ja. Aber dir wurde als Frau, als erwachsene Frau etwas geschenkt vom Leben und zwar dein Verstand und die Vernunft und eben auch dein Bauchgefühl. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, sagt dein Bauchgefühl dir manchmal schon, ist das so das Richtige? Manchmal sagt die Vernunft dir das auch. Du steckst vielleicht aktuell einfach nur zu tief da drin fest und weißt nicht, wie du da selber rauskommst. Und das ist das Problem. Du hast nicht die richtigen Tools, nicht die richtigen Techniken, nicht die richtigen Übungen, wie du aus diesem Schlamassel wieder rauskommst. Und deswegen bleibst du und bleibst du und bleibst du. Und umso länger du da drinne bist, umso weniger möchtest du diese Sache verlassen, weil du ja schon so viel gekämpft und investiert hast. Also man möchte sich natürlich schwer eingestehen, dass das Ganze keinen Sinn macht. Und umso länger man da drinne hängt, umso schwerer kommt man raus. Das weiß ich. Aber wichtig ist, dass du die Augen öffnest und ganz genau hinhörst, was er dir sagt. Vielleicht hat er dich auch schon seit Jahren oder Monaten belogen, dass er seine Frau verlässt und dass du die eine sein wirst. Wie lange willst du dir den Mist noch anhören? In deiner Situation ist es ganz wichtig, dass du dir eine ganz klare Deadline setzt und dich selber nicht mehr veräppelst. Wenn der Mann dir jetzt schon zum x-ten Male gesagt hat, er wird seine Frau verlassen, wann fängst du denn endlich an zu checken, dass er lügt? Du kannst nicht immer nur mit deinem Herzen und deinen Gefühlen und deinen Emotionen blind durch die Gegend laufen, sondern du musst die Fakten sehen und eben auch sehen, dass dieser Mann, in den du so verliebt bist, den du so toll findest, dass der eben auch ein Lügner ist. Und nicht nur ein Lügner, sondern auch ein Betrüger, denn er betrügt seine Frau. Und viele denken immer so, ah ja, es gibt ja bei anderen, gibt es ja ein Happy End. Ne? Ich kenne jemanden, die ist dann mit der langjährigen Affäre zusammengekommen. Auch solche Frauen kenne ich und ich weiß auch, wie das häufig ausgeht. Und zwar, sie wird dann auf einmal betrogen. Es werden einfach nur die Stellen getauscht. Die Frau wird verlassen, danach kommt halt eben die Affäre, die ist dann auf einmal die Freundin und dann wirst du eben zur Frau von ihm und wirst dann betrogen, genauso wie seine vorherige Frau. Weil wenn jemand über Monate oder Wochen hinweg jemanden betrügen kann, hat der in diese Richtung einfach kein gesundes Gewissen mehr. Überleg dir das mal. Das ist doch etwas, was nicht normal ist und was einfach auch zeigt, dass dieser Mensch einfach wirklich ja, nicht treu ist, diesen Wert nicht vertritt und eben auch kein schlechtes Gewissen hat. Weil ansonsten könnte er nicht jeden Abend wieder nach Hause fahren zu seiner Frau und tun, als wäre alles toll, mit ihr in Urlaub fahren, mit ihr an einem Tisch sitzen und so weiter. Ich erlebe es auch immer wieder, dass Männer lügen und sagen, ja, ich habe ja gar keine Körperlichkeiten mehr mit meiner Frau, wir sind nur so, leben so nebeneinander her. Wer es glaubt, wird selig. Also wenn du mal wirklich kontrollieren würdest, dann würdest du wahrscheinlich merken, hey, die schlafen ja im selben Bett teilweise noch. Und ja, warum ist er dann immer noch mit ihr zusammen? Dann kommt wieder die Leier ja wegen den Kindern. Ganz ehrlich,
dass wir leben in einem Jahr, wo man sich scheiden lassen kann, wenn man möchte. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man auch irgendwann mal für sich entscheiden muss, wie lange mache ich das denn eigentlich noch mit? Weil dieses Märchen von Affäre zur glücklichen Beziehung hin ist einfach auf so einem riesen Lügenkonstrukt aufgebaut. Und ja, du hast dich als Frau einfach absolut verloren darin. Und das ist wichtig zu begreifen. Diese Worte willst du vielleicht nicht hören. Vielleicht kommen jetzt auch solche Gedanken wie, ja, die versteht mich ja gar nicht, die weiß ja gar nicht, wie das ist. Aber so denken alle Frauen, die in der gleichen Situation sind wie du und sind aber unendlich glücklich, wenn sie es dann einmal richtig begriffen haben und da raus sind und in eine glückliche Partnerschaft kommen. Denn ich möchte auch dir ganz ehrlich mitgeben, dass es kein Zufall ist, warum du sowas mitmachst. Ganz viele Frauen, die sowas nämlich mitmachen und so lange in einer Affäre sind, haben kein gesundes Selbstvertrauen, keinen gesunden Selbstwert, fühlen sich selber nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht interessant genug, denken, sie könnten nichts Besseres abbekommen als diesen Mann, idealisieren Männer leicht und stellen Männer auf ein Podest und so weiter und so fort. Da stecken Probleme dahinter, warum du diesen Mann nicht verlassen kannst und warum du eventuell nicht das erste Mal eine Affäre geworden bist. Es ist sehr wichtig, an diesen Punkten zu arbeiten, herauszufinden, was bei dir los ist, warum du dich nicht trennen kannst, aber warum du dich ausgerechnet in so einen Mann verliebt hast und immer noch keine gesunden Grenzen für dich dahingehend ziehen kannst oder sie aushalten kannst. Weil ich weiß auch, dass ganz viele Frauen den Schritt probieren und sagen, ja, ich habe es ja probiert, aber dann, na, 4 Monate später hat er sich wieder gemeldet und war so süß. Ist mir egal. Das zeigt auch wieder, dass du einfach nicht konsequent bist. Dass du dich einfach blind ins Unglück stürzt und anscheinend nicht gelernt hast, gesunde Grenzen für dich zu ziehen und eben auch rational vernünftige Entscheidungen für dich in der Liebe zu treffen. Und man muss lernen, wie das geht, weil ansonsten wirst du immer wieder in die Arme des nächsten, ja, Betrügers laufen, der dir wieder irgendwas einredet und du glaubst es einfach. Also, du darfst nicht zu gutgläubig sein, in diese Richtung hin zumindest. Und es ist sehr wichtig, dass du für dich lernst, einen gesunden, stabilen Selbstwert aufzubauen und eben endlich mal ordentliche Männer zu daten, damit du in Zukunft wirklich noch die Möglichkeit hast, diese Beziehung zu führen, die du dir wünschst. Gib mir bitte ein Versprechen, wenn du dieses Video hier zu Ende geschaut hast, setz dir selber eine Deadline, wie lange du das noch mitmachen möchtest, wie lange du das wirklich noch mitmachen möchtest. Und wenn da bis dahin keine Verbesserung da ist und nicht in Sicht ist und du angelogen wirst oder selber nicht rauskommst, dann musst du was ändern. Entweder meldest du dich dann bei mir und sagst, hey, ich habe es nicht geschafft, habe dein Video gesehen, hilf mir bitte und ich werde dir helfen. Du kannst mich kontaktieren auf Facebook, auf Instagram, auf meiner Website kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Also mach das auf jeden Fall, denn es ist Schluss mit lustig. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist es wichtig, dass du deine Zukunft nicht kaputt machst und auch mal an dich denkst und nicht immer nur ja, blindlings in die Arme der falschen Männer läufst oder dich ausnutzen lässt. Irgendwann musst du aufwachen, egal wie weh es tut. Und das wünsche ich mir vom Herzen für dich. Ich habe schon vielen Frauen geholfen, die in so einer Affäre festgesteckt haben, die Affäre nicht loslassen konnten. Oder eben gemerkt haben, dass sie immer wieder in so eine Falle reintappeln. Denen habe ich geholfen, dass sie gesunde Beziehungen aufbauen konnten. Und das wünsche ich mir auch für dich. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber lass dir das erstmal wirklich durch den Kopf gehen. Und wenn du meine Hilfe brauchst, melde dich gern bei mir. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Abonnier gerne den Kanal, damit du wirklich hier auf dem Neuesten immer bleibst und noch neue Dinge und neue Tipps und Ratschläge zum Thema Liebe, Dating und Männer bekommst. Bis zum nächsten Mal, deine Simone.